Hi Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed, der 61. Folge schon. So, in der letzten Folge haben wir Flavius getötet. Und wir können auch gerne nochmal schauen auf unsere Ziele. Flavius der Löwe ist down. Ich weiß gar nicht, was mit dem Schakal hier ist. Septimus. Wann die Quest kommt, weiß ich nicht. Wir machen aber auf jeden Fall weiter mit der Quest Der letzte Magi. Sprich in Alexandre mit Aya. So, da bin ich auch hingereist und dann schauen wir doch jetzt mal, was uns dort erwartet, Leute. Weit ist es ja nicht weg. Schauen wir doch mal, was er uns zu sagen hat, unser Frauchen. Der Rolle kriege ich immer noch nicht gescheit hin. Die ist hier oben, oder was? So, gescheit. Ah, das war das Versteck, genau. Das war eine von den ersten Folgen. Da hatten wir das ja schon. Waren wir da schon mal? Ich bin gespannt, wie lange das Game hier noch geht. Ich wubbel mich mal weg. Bayek. Es ist so lange her. Flavius ist tot. Ich habe viel durchgemacht, um unseren Sohn aus der Duat zu holen. Chemu hat nun Frieden. Möge er durch die Gefilde der Binsen wandeln. Ich fahre nach Rom, um... Rom? Hast du immer noch diese närrischen Ambitionen? Ich habe Fehler gemacht. Du hast Fehler gemacht. Aya? Du vergeudest deine Energie. Ah. Du bist der berühmte Magi. Phanos spricht die ganze Zeit von deinen Heldentaten. Ich habe eine Gruppe gesammelt. Das sind Brutus und Cassius, unsere römischen Brüder. Wir erledigen diese verfluchten Bastarde aus Übersee. Septimius und Cäsar. Der Orden ist nicht mehr nur ein ägyptisches Problem. Herrscht Kleopatra denn noch? Es gibt keinen Herrscher in Ägypten. Es ist der Gnade von Tyrannen ausgeliefert. Unsere Königin hat uns für Rom verlassen. Hier hat sich nichts verändert. Memphis wird vom Orden kontrolliert. Aya, wir brauchen dich. So kann ich es nicht enden lassen. Ah ja, diese verfluchte Sphäre sollte für immer versteckt werden. Sie bringt nur Schmerz. Okay, wir müssen ein letztes Mal mit Aya sprechen. War schon krass, dass sie jetzt nach Rom direkt will. Aber wir haben jetzt gehört, Septimus wird wahrscheinlich unser nächstes Opfer sein. So, 642 Schmiede. Können wir da irgendwie hin teleportieren? Ne, ich glaube, das machen wir mit Pferdchen. Da ist eh schon eins, nehmen wir das gleich. Bin ich ja gespannt, wie es jetzt hier, ob das jetzt schon die Endquest ist? Könnte ich mir vorstellen. Sie ist auf jeden Fall 35, also es müsste eigentlich gehen. Du da, halt! Du da, im Radio. Ah, das kämpfen wir hier auch noch. Hier haben wir auch ganz schön gekämpft da drinnen.
61 Folgen schon. Aber geil, so eine Spiele mag ich, wo man nicht gleich durch ist, noch 8 Stunden. Okay, das könnten wieder Kämpfe auf dem Meer werden. Kriegsschiffe. Okay. Unsere Siege haben sich vervielfacht, unsere Liebe nicht. Wie sollte sie das auch? Alles hat immer gegen unsere Liebe gesprochen. Du hattest recht. Es geht um etwas Größeres. Unsere Liebe lebt in der Duat. Aber jetzt lassen wir sie los. Lass die Götter entscheiden. Die Götter sind tot. Wir opfern unser eigenes Leben für die gute Sache. Diese Finsternis war nicht umsonst. Es war falsch, so leichtfertig in der Öffentlichkeit zu töten. Wir müssen im Schatten arbeiten. Ägypten ist gefallen. Griechenland auch. Und Rom wird auch fallen. Alle fallen durch uns, und doch wird es niemand wissen. Wenn wir Attentate ausführen, dann töten wir nur jene, die es verdient haben. Die kranken Seelen, die uns kontrollieren wollen. Aber sie erfahren nie, wer wir sind. Kalte. Berechnende Todespoeten. Damit kann ich leben. Schließlich bin ich kein Vater mehr. Und auch kein Ehemann. Und ich bin kein Magi. Ich bin ein Verborgener. Ja. Wir sind die Verborgenen. Wir schärfen unsere Klingen und lassen die Hoffnung sprießen auf dieser schlechten Erde. Gut, Ayek von Siva. Wofür willst du stehen? Ein neues Bündnis. Unseres ist vorbei. Okay, war das jetzt die Trennung von Aya? Oh mein Gott. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Tal der Könige. Müssen wir das mit ihr spielen? Das finde ich total überflüssig irgendwie in dem Spiel. Weiß auch nicht. Klar, es gehört zur Assassin's Creed-Reihe dazu, aber in dem Spiel, ich weiß nicht. Hat es mir nicht so getaugt. So, ich mach mal. Ich warte noch kurz. Ich hätte auf dich hören sollen. Oh, Habibti. Das müssen nicht deine letzten Worte sein. Wer zum Teufel bist du? Kommt dir der Name William Miles bekannt vor? Der Assassine? Dann weißt du, wer ich bin. Wir, die Assassinen, haben dich beobachtet. Es ist ungewöhnlich für eine Angestellte von Abstergo, sich für Revolutionen zu interessieren. Da hast du recht. Wir wissen von deiner Arbeit mit dem Animus. Erstaunlich, was du und Diana geschafft habt. Die. Sie haben euch reingelegt, oder? Sophia Ricken hat euch so viel versprochen. Das reicht. Wir reden nicht über sie. Gut. Es gibt genug anderes zu bereden auf unserer Reise nach Alexandria. Du glaubst, dass ich dich begleiten werde? Tja, welche Optionen hast du denn?
Du kannst mich begleiten. Oder du kannst hierbleiben und den Totentanz nochmal tanzen. Und nochmal, bis du einen Fehler machst. Sie brauchen nur einen Fehler. Du kannst nicht zurück in dein altes Leben, Layla. Das hatte ich nie vor. Aber du könntest endlich mitarbeiten am Animus-Projekt. Unserer Version davon. Und bei uns steht es dir immer frei, alles auf deine Art zu machen. Na gut. Probieren wir's. Das heißt nicht, dass ich auf deiner Seite bin. Das reicht. Okay, was muss ich jetzt hier machen? Muss ich hier wieder rein, oder was? Okay. Animus zurückkehren? Jawohl. Tyrannisches Meer. Wenn wir denn die Rolle von Aya schlüpfen? Ein Geschenk? Nein. Ein Relikt. Ich will nicht darüber reden, Damastes. Ist das nicht Bajex? Überlass es mir, ich bringe es selbst zu Foxidas. Er liebt solche Dinge. Oh, die schaut aber ernst jetzt. Ich töte dich. Wie wär's damit? Ich bin nicht in der Stimmung für Diskussionen. Morgengrauen passierten wir in Neapolis. Bei starkem Wind erreichte das Forum Romanum in 2 Tagen. Es ist aus zwischen euch, hm? Ich spüre es. Keine Entscheidung ist einfach. Du bist eine Auserwählte. Und nun bist du frei, wie ich. So beginnt ein neuer Tag. Gibt's hier doch ein Happy End mit den zwei? Oh, Segel nach Rom. Normale Fahrt! Auf geht's! Ja, das mit den Schiffsdingern, das ist nicht so meins. Ist zwar cool gemacht, also, aber weiß auch nicht. Bin die Steuerung wahrscheinlich schon wieder vergessen. Eine römische Flotte voraus. Siehst du sie? Aber lass deine Deckung nicht fallen. Wir müssen annehmen, dass sie uns erwarten. Du klingst ganz begeistert. Begierig, alter Mann. Begierig, den Abschaum zu erledigen und mich dem nächsten Abschaum zuzuwenden. Unendlicher Abschaum! Das ist die Welt, in der wir leben. Okay, ist hier also keine Schiffe. Ja, da vorne. Jetzt kommen sie langsam aus dem Nebel raus. Mehr Geschwindigkeit! Wir sind entdeckt worden! Die Fackeln rufen die Flotte herbei. Bereitet euch vor! Okay. Da kommen sie! Vorwärts, Männer! Bedeckt die See mit ihren Schiffstrümmern! Die Ruder! Alala! Alala! Verdammt! Erwischt! Feuer! 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 Ah, die Lieder, die man über uns singen wird, wenn dieser Tag zu Ende ist!
Wenn das geschieht, Foxy das, wickle ich mich in Seetang wie eine Sirene und singe lauthals mit. Ich nehme dich beim Wort. Glaub mir, du würdest es bereuen. Bring wir's hinter uns. Feuer! Achtung! Okay, das haben wir auch. Jetzt wartet nur noch einer auf den Abgrund. Okay, da hinten nur rein gesehen. Oh, der hat gesessen. Okay, die hat man versenkt. Sie hetzen Feuerschiffe auf uns! Götter. Unsere Flotte ist zu dicht formiert. Sie erwischen uns. Wir sind in der Unterzahl. Da sind zu viele Höllenschiffe. Wir versenken sie, bevor sie uns erreichen. Wenn sie uns treffen, sind wir erledigt. Versenkt sie! Schieß! Feuer! Feuerschiffe Backbord! Mehr Feuerschiffe in der Nähe! Bei den Göttern! Die sind überall! Wir werden angegriffen! Feuerschiffe Backbord! Das hat uns voll getroffen! Feuer! Sachte! Sachte! Okay, ist jetzt nur das hier und da hinten ist noch eins. Okay, da hinten ist noch ein Schiff. Auf geht's, normale Fahrt! Um dagegen anzukommen? Ich wüsste nicht wie. Unsere Flotte ist zerstreut. Die Verbündeten fort. Wir sind erledigt. Reiß dich zusammen, du alter Seebär. Rette dein verdammtes Schiff. Ja, wo sind sie denn? Noch eine Flotte da. Verdammt. Zeus pisst vom Gipfel des Olympus auf unsere Köpfe. Nein, nein. Brutus und Cassius. Sieh doch. Und mit ihnen die Katapulte. Setz sie ein. Deckung. Männer, fürchtet dieses Biest nicht. Es ist ein großer und dicker Wal. Aber wir tanzen um ihn herum wie Fische in einem Teich. Du warst kein Poet in deiner Jugend, oder, Foxy das? Hohoho, ich hätte einer sein sollen. Und auch ein Philosoph. Was wir alles hätten sein sollen. Millionen Dinge, schöne Aja. Du musst deine Memoiren schreiben.
Vielleicht mache ich das. Und wenn du eine Ausgabe in die Bibliothek schmuggelst, lebt unsere Legende weiter. Sicher wird dieses Kapitel das meistgelesenste von allen. Du bleibst! Komm schon! Normale Fahrt! Alter. Scheiße, scheiße. Puh, glaube ich, wird nicht einfach. Probieren, machen wir nochmal einen Versuch. Ich will mal, dass wir sich wieder alles machen müssen. Noch eine Flotte da! Verdammt! Zeus pisst vom Gipfel des Olympus auf unsere Köpfe! Nein, nein! Brutus und Cassius! Sieh doch! Und mit ihnen die Katapulte! Setz sie ein! Deckung! Männer! Fürchtet dieses Biest nicht! Es ist ein großer und dicker Wal! Aber wir tanzen um ihn herum wie Fische in einem Teich! Du warst kein Poet in deiner Jugend, oder, Foxidas? Hohoho! Ich hätte einer sein sollen! Und auch ein Pinzon. Was wir alles hätten sein sollen. Alter, bin mir down. Millionen Dinge, schöne Aja. Du musst deine Memoiren schreiben. Vielleicht mache ich das. Und wenn du eine Ausgabe in die Bibliothek schmuggelst, lebt unsere Legende weiter. Sicher wird die da. Oh. Alter Schwede. Das muss ich anders machen. Zeus pisst vom Gipfel des Olympus auf unsere Köpfe! Nein, nein! Brutus und Cassius! Sieh doch! Und mit ihnen die Katapulte! Setz sie ein! Deckung! Männer! Fürchtet dieses Biest nicht! Es ist ein großer und dicker Wal! Aber wir tanzen um ihn herum wie Fische in einem Teich! Du warst kein Poet in deiner Jugend, oder, Foxidas? Hohoho! Ich hätte einer sein sollen! Und auch ein Philosoph. Was wir alles hätten sein sollen. Millionen Dinge, schöne Aja. Du musst deine Memoiren schreiben. Vielleicht mache ich das. Und wenn du eine Ausgabe in die Bibliothek schmuggelst, lebt unsere Legende weiter. Sicher wird dieses Kapitel das meistgelesenste von allen. Heftig. Nicht einfach, aber das sind ja zwei Schiffe sogar, gell? Puh. Noch eine Flotte da! Verdammt! Zeus pisst vom Gipfel des Olympus auf unsere Köpfe! Nein, nein! Brutus und Cassius! Sieh doch! Und mit ihnen die Katapulte! Setz sie ein! Deckung! Männer! Fürchtet dieses Biest nicht! Es ist ein großer und dicker Wal! Aber wir tanzen um ihn herum wie Fische in einem Teich! Du warst kein Poet in deiner Jugend, oder, Foxidas? Hohoho! Ich hätte einer sein sollen! Und auch ein Philosoph! Was wir alles hätten sein sollen! Millionen Dinge, schöne Aja! Du musst deine Memoiren schreiben! Vielleicht mache ich das! Und wenn du eine Ausgabe in die Bibliothek schmuggelst, lebt unsere Legende weiter! Sicher wird dieses Kapitel das meistgelesenste von allen. Im Rhythmus bleiben!
Tempo! Okay. Ging ja doch noch. Regnen! Nieder mit euch Dämonen, zurück ins Meer! Hey, oh Faulpelze! Formiert euch mit den anderen! Denn heute segeln wir gemeinsam! Zu welchem Hafen bringst du uns? Ich probiere es in einer Stadt namens Antium. Viele Handelsschiffe segeln dort ein und aus. Es sollte sicher sein. Von da ist es ein halber Tagesritt nach Rom. Okay. Es ist nur eine Frage von Tagen, bis Caesar offiziell zum Tyrann erklärt wird. Da ist er. Das Volk liebt euch, Caesar. Ihr seid ein Gott. Der Senat wird sich nicht so einfach beugen. Dieses Parlament gackernder Hennen. Lasst mich euer Wolf sein. Geht. Tut nichts, bis ich das Zeichen gebe. Also ist Caesar jetzt der König des Ordens? Caesar ist der Vater des Verstehens. Du und Caesar werdet sterben. Du mischst dich in die Angelegenheiten des Ordens. Der Orden ist größer als Rom. Geh zurück nach Ägypten mit dem Rest der Lügner und Sklaven. Ha! Dank dir verstehe ich, warum ein Mord gerecht sein kann. Ich befehlige Armeen. Ich bewirke Großes. Ich werde deinen Orden aus den Chroniken löschen. Knie vor Caesar! Knie vor Rom! Ich stehe gern auf der Gewinnerseite. Wir schreiben die Geschichte. Caesar wird dir in die Vergessenheit folgen. Dein Sohn hat sich vollgepisst, als er das Messer sah. Ich werde dein Herz an die Geier verfüttern. Du hast keine Ehre! Du hast mir alles genommen! Ich bin ein Gabinianer! Ich dachte, du läufst davon, meine Kleine. Wieso bist du nicht einfach verschwunden? Diesmal ist Flavius nicht hier, um dich zu retten, Septimius. Keine römischen Abmachungen.
Sei verflucht, Lupa. Das Herz meines Sohns. Für dein Leben. War Rache alles, was du wolltest? Du und der Magi sollt die Laken heute Nacht mit eurem Schweiß tränken. Leg Never um. Der starb. Beim Orden. Ich diente ihnen und deinem Ägypten. Ich werde in der Nachwelt belohnt. Eine Ewigkeit des Trinkens und Hurens mit meinen Brüdern. Das Einzige, was dich erwartet, ist Vergessenheit. Deines Namens, deines Ordens und der verrottenden Leichen deiner Gabinianer. Apophis, verschlinge dein stinkendes Herz. Uah. Okay. Caesar muss mit dem Rest des Senats in der Kuria sein. Okay, Leute, damit würde ich sagen, jetzt machen wir aber wirklich einen Cut. Ich wollte schon viel eher aufhören, aber es ist so spannend. So, wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich einen Like, Kommentar oder auch Abo da. Ich würde alles freuen. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.